Was kostet aktuell eigentlich Photovoltaik? Und was kostet mich meine PV-Anlage? Das ist eine Frage, die mir ganz oft unter Videos, in den Kommentaren und dergleichen gestellt wird. Manchmal auch mal per E-Mail. Wie sehen denn die Preise aktuell aus und so? Sag mal was. Ja, und da ich ja durch die Ichbau-PV-Mitgliedschaften, die ihr ja bei mir abschließen könnt, viele, viele Leute bei PV-Angeboten berate, sehe ich auch immer viele PV-Angebote. Und kann dann schon so ein bisschen auch die Trends der Preise abbilden. Und deswegen werde ich ja auch oft danach gefragt. Heute möchte ich also mit euch mal wieder so ein kleines, was kostet PV aktuell eigentlich Video machen. Und ja, und damit, moin, hallo Leute, hier ist wieder euer Thorsten aus Weiß nichts Welt. Bevor ich mit dem Video beginne, möchte ich mich aber noch bedanken, und zwar bei der Doris, die mir über PayPal, der Link ist ja immer in der Videobeschreibung, ein Geschenk gesendet hat. Ich danke dir, Doris, dass du meinen Kanal unterstützt. Nun gut, was machen die PV-Preise aktuell? Also aktuell muss man wirklich sagen, sind die Preise leicht rückläufig. Ich sehe also jetzt tatsächlich wieder Angebote, naja, wie ich sie so im März oder so gesehen habe. Da war jetzt im Sommer mal eine Hochpreisphase, naja, vielleicht war es auch eher Februar, aber im Sommer gab es eine relative Hochpreisphase mal jetzt eine Zeit lang, wo die Angebote nochmal nicht so nett waren. Und aber insgesamt fällt es jetzt wieder und das ist eigentlich auch ganz gut so, weil das war schon teilweise abstrus, was verlangt wurde. Ich meine, wir haben es immer hingekriegt, immer Installateure zu finden, die es für einen halbwegs vernünftigen Preis gemacht haben. Aber auch von denen sehe ich inzwischen Angebote, die nochmal wieder etwas günstiger sind. Das ist ja für alle immer nur gut. Gut, es gibt ja mehrere Dinge, aus denen sich so ein Preis für eine Photovoltaik heraus. Das eine sind Sachen bei euch auf der Baustelle. Wie groß wird die Anlage und, und. Da komme ich gleich nochmal zu. Oder wie ist euer Haus? Braucht ihr noch einen neuen Zählerschrank? Das ist ja immer ein preistreibendes oder preissenkendes Argument oft. Wie ist denn die Verkabelung eures Hauses und dergleichen? Aber jetzt wollen wir erstmal auf die äußeren Einflüsse auf PV-Preise, überhaupt dieses allgemeine Marktempfinden, was im Markt passiert, eingehen. Da gibt es eigentlich zwei konkrete Gründe, warum die Preise leicht fallen. Der erste ist, den zeige ich euch jetzt mal, sind die Modulpreise. Das sind also die Modulpreise von im Laufe eines Jahres von pvpvexchange.com werden die immer aufgezeichnet. Das sind also die reinen, sozusagen die Modulpreise, zu denen ein Großhändler die kauft. Ne? Also die Preise stellen die durchschnittlichen Angebotspreise auf dem europäischen Spotmarkt für verzollte Ware dar. Also das, was im Prinzip der Großhändler nachher nach China überweist, beziehungsweise inklusive Zoll überweist, wenn die dann aus dem Hafen in Hamburg, aus dem Zollfreihafen sozusagen rausfahren und zu ihm nach Hause gebracht werden. Oder eben zu seinen Kunden. Oft gehen die auch direkt zu den Kunden. Da sieht man hier, wir hatten ja so wirklich so im Winter mal hier bei den eine wirkliche Spitze oder auch im letzten Jahr eine wirkliche Spitze, aber es ist jetzt extrem gefallen. Wir haben also für die höchste Effizienz, das sind also im Prinzip die N-Type, bifaszialen, HJT und Module sind wir bei 32 Cent pro WP. Für die Normalware, das sind also die ganzen monokristallinen, auch polykristalline Module, PERC-Module und dergleichen, so bis 21% Wirkungsgrad. Da sind wir aktuell hier bei 24 Cent pro Watt-Peak. Und dann gibt es hier noch Low-Cost. Low-Cost ist im Prinzip, ja, keine Ahnung, teilweise beschädigt, teilweise gebraucht, B-Ware, sonst was. Die kosten dann halt 15 Cent pro WP gemäß pvexchange.com. Aber man sieht halt auch wirklich, dass gerade so jetzt vom Januar bis jetzt die Kurve wirklich steil geht. 29 auf 24, das klingt jetzt erstmal wenig, aber es ist ja pro Watt Peak. Ist also schon wieder 20, 30 € auf dem Modul am Ende. Darf man nicht verkennen, dass das einen gewissen Einfluss hat. So kostet also im Prinzip ein normal gängiges 400-Watt-Modul jetzt irgendwie den Großhändler so um die 80, 88, 90 € vom Hafen weg. Und ja gut, dann muss er noch Transport und dergleichen bezahlen. Aber teilweise ist es sogar schon
mit der Lieferung, das ist alles ein bisschen abstrus, wie die Preise gebildet werden. Kann ich nicht mal genau nachvollziehen, immer wann, ab was, wann ein Preis hat. Einige ist das mit Anlieferung, bei anderen ist das wieder ohne. Aber das hat eben doch einen einigermaßen einen Einfluss, ob der Großhändler das Modul für 80, 90 € oder für 140 € kauft. Logischerweise gibt er die Preise entsprechend weiter. Die kommen dann auch bei euch wieder an. So habt ihr wurden für Module teilweise im Frühjahr über 200 € verlangt für ein 400-Watt-Modul. Und die sind jetzt inzwischen wieder bei 150, 160 angekommen. Und je nachdem, wie viele Module man auf sein Dach baut, macht das halt entsprechend viel aus. Ein anderer Effekt, warum der Preis zurzeit fällt, ist auch die Angebotssituation, überhaupt die Anfragesituation. Während es eine Zeit lang so war, dass viele schon gar keine Aufträge mehr angenommen hatten, weil sie für dieses Jahr schon ziemlich zugeballert waren oder auch gar nicht so viel Vorlauf haben wollen. Das ist nämlich eine Thematik der Leute, die jetzt nicht schon fürs ganze Jahr Aufträge angenommen haben. Ist es jetzt im Moment so, dass tatsächlich weniger Anfragen laufen. Das hat ein bisschen was natürlich mit dem typischen Sommerurlaubsloch zu tun. Im Sommer wollen die Leute Urlaub machen, geben das Geld woanders aus. Das ist irgendwie psychologisch auch so, selbst wenn das Geld für die PV-Anlage auf einem Extrakonto liegt, jetzt ist erstmal der Urlaub dran. Und wenn der dann doch zu teuer wird, dann müssen wir mit der PV noch ein bisschen warten. Ist eben so. Das ist eine Sache. Dann gibt es noch einen Einfluss, den haben viele gar nicht so auf dem Schirm. Habe ich letztens noch mit einem Solateur darüber geredet. Da hat doch der Herr Wissing hat doch für den Herbst eine Förderung für PV mit Wallboxen und Elektroautos angekündigt. Und tatsächlich warten auch Leute darauf, dass da jetzt, ob da jetzt groß was auch für PV kommt und hoffen, dass da was für PV kommt. Da sind auch wieder Gerüchte rumgegangen. Das ist wieder immer das Kuriose, dass also immer da dann diese Fördergerüchte durch einige Foren kreisen. Und dann denken alle, da gibt es also richtig viel Geld. Ich glaube nicht so wirklich dran, glaube aber schon daran, dass im Herbst, wenn das dann alles klar ist, wieder ein bisschen ein Auftragsboom stattfindet. Auch wie gesagt, jetzt die Urlaubszeit vorbei ist, dann geht das wieder los. Ich merke das auch bei meinen Anfragen, dass gerade jetzt so langsam die Welle wieder nach oben kommt, also wieder mehr Leute PV-Angebote schicken und wissen wollen. Ob das alles so gut ist oder nicht gut ist, ich muss mal eben noch an dieser Stelle einmal eben ganz kurz sagen, nicht immer ist das billigste Angebot auch das günstigste oder das beste. Ich habe jetzt aktuell einen Fall gehabt, da hat ein Zuschauer mir ein Angebot geschickt von einem Solateur, der bei ihm in der Nachbarschaft ein Angebot abgegeben hat. Und da von dem hat er sich auch ein Angebot machen lassen. Der hatte allerdings eine Vorabzahlquote von 100%. Das heißt, man musste die Anlage bezahlen, bevor irgendwas gebaut wurde oder gebaut wird. Der Nachbar hat den Auftrag erteilt und die Module auch aufs Dach bekommen. Mir kam das alles ein bisschen komisch vor. Ich habe gesagt, warte mal ab, bis mein Nachbar fertig ist. Ist dann auch so. Also ich habe ihm da nicht so zuraten können, weil diese Firma auch im Internet ein bisschen komisch war. Und es ist jetzt tatsächlich passiert, dass der Nachbar zwar sein Modul aufs Dach bekommen hat und die Kabel hängen im Raum, aber die Firma ist pleite. Das heißt, der Wechselrichter kommt da nicht mehr, da wird auch nichts mehr angeklemmt, nichts mehr angemeldet und. Wie auch immer eine Photovoltaikfirma aktuell pleite gehen kann, fragt mich nicht. Vielleicht hat er irgendwie das Geld in die eigene Tasche gewirtschaftet, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, immer vorsichtig sein bei großen Vorauszahlungen. Gut, jetzt kommen wir zum Eigentlichen. Das ist das, was vielleicht die meisten auch eigentlich interessiert. Wie sehe ich denn ungefähr so im Moment die Preise? Also die 10 Kilowatt Peak-Anlage oder bis 10 Kilowatt Peak, die kleineren Anlagen, haben immer den Einfluss der hohen Fixkosten. Wisst ihr ja, wenn da dann noch ein Zählerschrank neu muss oder der Zählerschrank viel umgerüstet werden muss. Eine kleine Umrüstung ist ja meistens bei den Preisen schon mit bei. Da sehe ich im Moment so Preise von 1.400 bis eben, wie gesagt, 1.900 €, je nachdem, was an der Hauselektrik noch gemacht werden muss. Vereinzelt auch extrem noch drüber weg, aber das ist dann meistens einfach auch schon, da rate ich dann auch von ab, weil meistens ist dann der Zählerkasten mit einer Unsumme gerechnet, wobei die Zählerkästen im Moment auch noch relativ teuer sind. Also ganz komisch, dass die auch irgendwie so angezogen haben. Eigentlich ist das ein bisschen Stahl, ein bisschen Kunststoff. Nichts Tolles drin, aber auch da lässt sich wohl mehr Geld mit verdienen. Hat eine große Firma mit H am Anfang wohl festgestellt. Ich weiß es nicht. Gut, also jedenfalls, da haben wir aber den Einfluss, bei den Zählerkästen wird der Preis ein bisschen wieder runtergehen, weil die Baubranche ein bisschen bröckelt. Und wenn nicht mehr so viel neu gebaut wird, werden auch die Zählerkästen wieder ein bisschen günstiger. Das hängt alles immer ein bisschen miteinander zusammen. Neubau braucht immer einen neuen Zählerkasten, euer Altbau wahrscheinlich nicht. Und
Oft ist es auch umrüstbar. Gut, aber wie gesagt, da sehe ich so von 1400 bis 1900 ohne Speicher, das muss ich dazu sagen. Mit Speicher gerne auch mal 2200 bis 2500 Euro. Das kommt auch drauf an, der Preisunterschied, ob die Anlage ohne Speicher mit einem normalen Wechselrichter oder mit einem Hybridwechselrichter angeboten wurde. Die meisten Installateure bieten inzwischen nur noch mit Hybridwechselrichtern an, damit eine Batterie immer leicht nachgerüstet werden kann. Es gibt aber auch noch Angebote mit einfachen Wechselrichtern. Wenn ihr also partout gar keinen Speicher wollt, dann sagt das dem Installateur, vielleicht kann er euch auch einen normalen Wechselrichter anbieten und dann wird es meistens schon mal schnell ein Tausender auf der Rechnung günstiger. Und weil kleinen Anlagen, 5, 6 kW, Tausender sind dann 100 Euro auf dem Kilowatt-Peak oder 200 Euro, das ist schon erheblich. Gut, bei Anlagengrößen 10 bis 15 Kilowatt-Peak sehe ich Preise im Moment von 1200 bis 1500 ohne Speicher. Da ist immer so ein bisschen die Frage, es gibt auch mal ein bisschen drunter noch, also das sind immer so ganz grobe Richtwerte. Da ist immer auch die Frage, ob eben eine 15 kWp-Anlage noch mit einem Wechselrichter zu machen ist, wenn es ein Hybridwechselrichter sein soll. Wie gesagt, aber das sind eigentlich die Angebotspreise ohne Speicher. Das heißt, normalerweise kann man eine 15 kWp-Anlage für 1500 Euro pro kWp ohne Speicher jetzt bauen oder gebaut bekommen. Sofern man nicht unbedingt einen Hybridwechselrichter will, weil bei einer Südanlage reicht dann ein Wechselrichter meistens nicht. Bei Mitspeicher sind wir da um die 2000 Euro, also ein Angebot, eine 15 kWp-Anlage für 30.000, kann man schon unterschreiben. Natürlich, es geht auch da ein bisschen runter jetzt. Wir sind da dann auch schon mal bei 29 oder 28. Ich habe aktuell einen, der hat 27.500 für eine 14,8 kWp-Anlage mit Speicher. Das ist dann schon ein ganz guter Preis inzwischen. Wie gesagt, die Frage ist halt, was jetzt noch kommt. Und bei Anlagen über 15 kWp bis 30 kWp sehe ich schon wieder 1000 bis 1200 Euro pro kWp bei ohne Speicher und mit Speicher dann eben so 1600 bis auch noch 2000. Da gibt es also auch noch ein paar Dreiste, die dann auch wirklich bei einer 30 kWp-Anlage 58.000 Euro aufs Angebot schreiben. Aber es ist eben die Frage, ob man sowas dann annimmt. Ich persönlich würde das nicht annehmen. Das ist so, also wenn ich 30 kWp baue, dann, ja, keine Ahnung, um die 50.000, vielleicht 48.000 mit Speicher. Kommt auch immer auf die Größe des Speichers an. Ich sage ja, Speicher auch nicht zu groß wählen. Ihr wisst ja, maximal halbe Größe der PV. Sonst läuft er nicht ordentlich. Und eben, wie gesagt, einen Nachtverbrauch im März oder Oktober. Das reicht und dann läuft er wirtschaftlich sinnvoll. Das müsst ihr auch so ein bisschen bedenken. Wie gesagt, wer sich so gar nicht sicher ist, ob das Angebot, das er bekommen hat, denn gut ist, der kann ja auch immer mein Ich baue PV Mitgliedschaftsangebot nutzen und kann mir seine Angebote dann über die Mitgliedschaft schicken. Dann gucke ich da drüber und gucke auch mal ein bisschen die Firmen an und sage dann was dazu, ob das sinnvoll ist oder nicht. Im Moment haben wir wieder ein paar und suchen wieder für ein paar. Wir müssen mal gucken. Ich denke, das läuft aber auch alles. Und wie gesagt, demnächst kommt ja vielleicht noch eine größere Nummer, dass ich da vielleicht auch noch ein bisschen mehr machen kann als bisher. Mal sehen. Gut, wie sind eure Erfahrungen mit den PV-Preisen? Und manchmal haben ja in eurer Umgebung Leute gerade PV am Bauen oder sonst irgendwas. Und da könnt ihr mir ja gerne mal unten unten Kommentare drunter schreiben oder was natürlich immer am günstigsten ist, ist natürlich sowieso DIY. Auch da will ich demnächst noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, auf das Thema DIY, weil ich das auch immer wichtiger finde. Ich gehe im Moment ein bisschen davon aus, dass die Preise jetzt noch ein ganz bisschen, also vielleicht noch einen Monat, ein bisschen nach unten gehen, sich dann aber stabilisieren, beziehungsweise vielleicht sogar wieder etwas steigen, weil ich schon im Herbst noch mal mit einer kleinen Welle nach oben rechne. Das kommt auch alles ein bisschen auf diese Förderungsgeschichten an. Kommt da wirklich eine üppige Förderung aus dem Bundesverkehrsministerium, dann haben die Elektroautofahrer vielleicht Glück oder die, die sowieso gerade ein E-Auto kaufen wollen, haben dann vielleicht nochmal ein bisschen Zusatzförderung für die PV und die Wallbox. Wäre ja schön für die, die es betrifft. Mich betrifft es nicht, aber wäre ja schön für die, die es betrifft. Und ja, je nachdem, wie stark das dann ist, kann das natürlich den Markt auch wieder verzerren. Das heißt, dass wieder mehr Nachfrage ist und mehr Nachfrage steigert den Preis. Wisst ihr, das ist im Moment halt auch so ein Thema. Die, die jetzt nicht so viele Aufträge angenommen haben, die sind jetzt auch relativ schnell. Also das ist auch mal eine Sache. Es geht auch einigermaßen schnell bei den meisten Installateuren. Mein Installateur, der bei mir gebaut hat, der hat seine Aufträge einfach weiter angenommen. Das heißt, der ist auch sogar fürs nächste Jahr schon komplett voll. Da hat man also nicht so viele Chancen, aber es gibt Installateure, die
das anders gemacht haben und die immer nur eine gewisse Menge Aufträge angenommen haben. Und die haben tatsächlich auch vielleicht innerhalb von 8-9 Wochen mal Zeit, euch eine PV-Anlage aufs Dach zu bauen. Es gibt ja auch viele neue Installateure, die jetzt erst ins PV-Thema einsteigen oder eingestiegen sind, die natürlich noch nicht die vollen Auftragsbücher haben, weil sie noch gar nicht den Namen dafür haben. In diesem Sinne, kommentieren, abonnieren, diskutieren, daumieren. Vergesst das Abo nicht, vergesst die Glocke nicht, damit ihr die Videos nicht verpasst. Wenn ich öfter mal Videos über PV-Preise und so machen soll, ich könnte ja auch einmal im Monat mal vielleicht sowas machen. Einmal im Monat ist vielleicht etwas viel oder alle 2 Monate mal, dass wir mal so den Trend so ein bisschen haben. Aber könnt ihr ja gerne mal drunter schreiben, ob ihr öfter Preistrends haben wollt. Ich kann das auch noch ein bisschen schöner ausschmücken, wenn ihr es schöner ausgeschmückt haben wollt. Sagt mal, was ihr gerne wollt, dann gucken wir mal, was wir leisten können. In diesem Sinne, ciao, ciao.